Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein weiteres Tabak-Review zu einer Changes-Sorte und dazu habe ich mir Verstärkung gesucht vom lieben Simon von dem Instagram-Blog Skyline Smokers. Servus. Heute geht es um den Kashmir Peach. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann bis nach dem Intro. So, da sind wir wieder mit dem Kashmir Peach von Tangiers. Eine weitere Tangiers-Sorte bei uns auf dem Channel. Wir schieben gerade ganz schön Tangiers-Filmchen, weil wir sind mal wieder an ein bisschen Tangiers rangekommen. Und Leute, wieder der Aufruf, fragt uns bitte nicht, woher man den noch bekommen kann. Guckt einfach durch diverse Facebook-Gruppen oder sowas. Keine Garantie, dass das irgendwie legal ist oder sowas. Also macht euch da lieber vorher schlau. Unsere Quelle ist auf jeden Fall erloschen. Wir haben nur ein bisschen bekommen. Aber falls irgendjemand mal drankommt, gibt es auf jeden Fall jetzt das Review, damit ihr wisst, ob der Kashmir Peach auch taugt oder nicht. Und dazu gucken wir uns als erstes mal den Kopfbau ein. Da seht ihr schon, Schnitt und Feuchtigkeit ist wie von Tangiers gewohnt. Ein sehr, sehr feiner Schnitt mit einer sehr, sehr dunklen Tabaksorte, die wohl relativ ungewaschen ist. Und da kann man auch direkt dazu sagen, auch deutlich mehr Nikotin hat als normaler Virginia-Tabak oder auch als viele andere Dark Blends, kann man eigentlich auch sagen. Die Feuchtigkeit ist top. Also ne, Tangiers hat so einen ganz eigenen Schnitt, ganz eigene Feuchtigkeit, aber ist auf jeden Fall alles super gut eingezogen und passt auf jeden Fall. Kashmir Peach, du könntest schon mal dran riechen, wenn du als erstes zum Geruch kommen möchtest. Kashmir Peach, klar, Peach sollte jedem klar sein, was es ist. Es handelt sich um Pfirsich und Kashmir ist eine indische Gewürznote. Wenn ich versuchen sollte, euch zu beschreiben, was das sein soll, kommt eigentlich der Ausdruck Räucherstäbchen als nächstes, aber schon ein wenig anders. Aber mal gucken, wie der Simon so den Geruch findet und ihr guckt euch bei mir mal den Rauch an. Ja, also der Pfirsich ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Pfirsich, den man sonst so raucht. Sehr, sehr süß, aber dadurch, dass diese Kashmir-Note, die der liebe Marvin gerade schon angesprochen hat, unterstrichen wird, habt ihr eine sehr herbe Note noch drunter, die das Ganze perfekt abrundet in meinen Augen. Gerade in Kombination mit diesem Grundtabak, den man auch wirklich durchschmeckt bei Tangiers, was ich was Einzigartiges finde bei dem Tabak, kommt diese herbe Note sehr, sehr gut rüber. Ja, ich rieche auch nochmal dran. Du darfst wieder rauchen. Gerne. Tangiers lässt man nicht stehen, Freunde. Zum Setup vielleicht noch ein paar Worte. Wir haben das gerade in dem Werkbund Zeus gebaut, mit Alufolie drüber, viel Kohlen drauf und dann gib ihm. Bei Tangiers machen wir das ein bisschen besonders. Ihr habt es ja gesehen, in der Tangiers Kopfbauanleitung, die findet ihr auch auf unserem Channel, einfach mal abchecken. Tangiers baut man erstmal fluffig über den Rand und haut den dann wirklich richtig press rein, sodass das wirklich ultra dense da drin ist. Muss aussehen wie eine asphaltierte Straße. Genau, das ist eigentlich echt, ein guter Vergleich. So, der Geruch. Ich finde auch, Pfirsich kommt echt gut durch. Ihr habt die Pfirsichnote, finde ich, sogar im Vordergrund. Das geht mir beim Kashmir Cherry zum Beispiel ein bisschen anders. Beim Kashmir Cherry fand ich, dass das ein bisschen ausgeglichener war. Hier, finde ich, überwiegt Peach vom Geruch her auf jeden Fall. Ihr habt eine schöne Pfirsichnote, die relativ authentisch für Shisha-Tabak ist. Also eine authentischere Pfirsichnote kenne ich eigentlich nicht. Riecht ziemlich gut. Und diese typische Gewürznote von dieser Kashmir-Note eben. Macht mich geruchlich auf jeden Fall schon mal an. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Da ist es dann doch ausgeglichener. Also überraschenderweise ist da die Pfirsichnote nicht mehr so im Vordergrund. Die Kashmir-Note kommt auch super durch. Ich mag beides super gerne. Deswegen ist es für mich vollkommen okay, dass es im Geschmack so gut 50-50 ist. Wie siehst du das? Also es hängt natürlich immer ein bisschen vom Setup ab. Wir hatten gerade schon einen kleinen Disput darüber. Mit Heat-Management-System, ohne Heat-Management-System. Wenn ihr mehr Hitze gibt, in meinen Augen, wird die Kashmir-Note etwas stärker. Dann kommen mehr Gewürze durch. Wenn ihr weniger Hitze gibt, kommt mehr Pfirsich durch. Dazu kann man aber auch sagen, das ist jetzt eine von den softeren Tangiers-Lines. Das seht ihr auch immer, wenn ihr die Logos habt. Wenn es ein gelbes Logo ist, ist es ein bisschen, ich kann jetzt den genauen Grundtabak leider gerade nicht benennen, nicht so stark. Da gibt es eine Line, die ist lila, das heißt Burley. Da kriegt ihr Kashmir Peach als Burley-Grundtabak und dann ist der pur wesentlich Burley. 100% genau. Straight Burley-Tabak. Und für die, die nicht wissen, was das ist, ist es ein sehr, sehr starker Grundtabak und da müsst ihr auch sehr, sehr aufpassen mit der Hitze. Also nichts für Anfänger. Ja, das ist Burley-Tabak, ist übrigens auch der Tabak, der für Zigarren benutzt wird. Hier ist auf jeden Fall auch Burley drin, aber anscheinend nicht nur, sonst würde die Burley-Line ja keinen Sinn machen. Gibt außerdem noch die F-Line, das ist die Burley-Line. Aber noch mit Koffein versetzt, damit ihr ein bisschen wacher bleibt und noch einige Köpfe Changes und Guck, gibt's auch noch. Stimmt, die hat, glaube ich, ein bisschen weniger, beziehungsweise genau. Die braucht ein bisschen weniger Hitze.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Tangents ist ein richtig geiles Thema. Ich würde sagen, wir kommen mal. Du hast noch gar nicht zum Geschmack erzählt. Wie Geschmack? Findest du den denn? Ja, wie Pfirsich kommt mir durch, Kaschmir kommt mir gut, aber also, wie findest du den denn? Also in dem Setup würde ich jetzt sagen, finde ich sehr, sehr ausgewogen, wobei ich jetzt gerade ein bisschen die Kaschmir-Note wieder stärker geschmeckt habe. Aber ich muss sagen, es ist ein wirklich, wirklich ansprechendes Verhalten vom Rauchen her und kratzt auch gar nicht in dem Setup. Hat der Marvin wirklich 1A hingezaubert. Auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu beschreiben, der Geschmack. Also das mit dem Räucherstäbchen, finde ich, trifft sehr gut zu. Hast du gut auf den Punkt gebracht. Und den Pfirsich, der ist natürlich voll in die Fresse. Also ich habe selten so einen heftigen Pfirsich gekauft. Ja, ist echt so. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal den Peached Eistee von den Jungs rauchen. Da bin ich leider nicht. Und wie war der im Vergleich? War das dieselbe Pfirsichnote? Nee, die ist ein bisschen spritziger, die Pfirsichnote, ein bisschen noch süßer. Hm. Und es ist wirklich, also Eistee passt ganz gut dazu, wenn ihr so einen Eistee ansetzt. So ähnlich ist es. Natürlich nicht 1:1, das ist ja immer so. Beim Tabak wird es ein bisschen anders umgesetzt, aber wesentlich spritzigere Pfirsichnote, nicht so herb. Also nicht so eine ernste Pfirsichnote, würde ich sagen. So, und jetzt abschließend, wie viele Sterne auf unserer 0 bis 10 Sterne Skala würdest du denn dem Peach Kashmir oder Kashmir Peach von Tangiers geben? Also auf einer 0 bis 10 Sterne Skala für Dark Blend Tabak würde ich dem absolut eine 10 von 10 geben, weil das für mich einfach der beste Pfirsich-Tabak ist, den es überhaupt gibt. Ja, da bin ich absolut bei dir. Es gibt für mich nichts zu bemängeln an diesem Tabak. Man kriegt genau, was draufsteht. Es ist ein Tangiers. Es ist Pfirsich mit dabei und es ist die Kaschmir-Note dabei. Und wie Simon schon gesagt hat, könnt ihr da je nachdem, wie viel Hitze ihr dem Ganzen gebt, auch noch regulieren, was ihr im Vordergrund haben wollt. Was ich ultra cool finde, dass man durch das Hitzemanagement da so Möglichkeiten hat. Ja, dann ist das relativ einstimmig und ich glaube, erstmal nochmal danke Simon. Gerne fürs Bereitstellen des Tabaks, des Reviews und dass du anwesend warst zur tatkräftigen Unterstützung. Leute, wenn ihr mehr von Tangiers sehen wollt, vielleicht auch nochmal ein ausführliches Video, wie welche Line und was sind die Vor- oder Nachteile, wer sollte sich vielleicht was holen und baut man die Lines vielleicht auch anders oder baut man die alle gleich? Wie ist das Hitzemanagement? Lasst uns auf jeden Fall wissen, packt einen Kommentar unten rein. Ansonsten checkt mal Simons Blog Skyline Smokers auf Instagram ab. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten Däumchen nach oben oder ein Abo da lassen. Wäre ein Traum und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG und der Simon von Skyline Smokers. Bis dann.